Buongiorno und willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Brotherhood. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Ja, was war da im letzten Part los? Auf einmal war ich weg. Das lag daran, dass die Festplatte voll war. Zum Glück habe ich es einigermaßen schnell erkannt. Ich glaube, ihr habt wirklich nichts verpasst, zumindest keine Wache, die ich jetzt noch getötet hätte. Habt ihr, glaube ich, verpasst. Ich habe es relativ schnell bemerkt, weil ich sehr oft drüber gucke. Und das ist ja ein großes Pop-up dann. Ja, das kommt mit der Qualität, ne? Das brauchen wir halt einfach terabyteweise Speicherplatz. Ich kann jetzt angeblich noch 3 Stunden aufnehmen gerade. Bei 180 GB. Es kommt immer davon, wenn man so viel rumreitet und schnell ist und viele verschiedene Bilder kommen, dann braucht das Speicherplatz. Also gerade ist die Bitrate echt wild. Der letzte Part war 36 GB groß. Bisschen viel. Selbst für meine Verhältnisse. Und es ist immer noch sehr, sehr viel gerade. Die Bitrate. Muss ja echt mal gucken, was ich da mache. Mit der Bitrate. Ich sehe das Problem, wenn man eine Qualität haben möchte, zumindest das, was ich hochlade, die quasi ohne Qualitätsverlust ist. Also nicht bemerkbaren Qualitätsverlust. Kurz den Zeugen töten. Ich gehe. Und das ist nie passiert. Gnade! Gnade! Ich habe nichts getan! Na komm schon, Pferd! Echt mal Pferd. Mal gucken, ob die Bitrate jetzt besser wird, wenn ich nur stehe. Ja, dann geht sie ganz schnell runter. Pferdereiter, wir suchen dich. Ich vermisse dich und ich brauche dich. Da ist einer. Sogar zwei. Das letzten zwei, die ich brauche. Ja. Perfekt. Da haben wir das schon mal erledigt. Die Bitrate freut sich gerade über das Menü. So, Söldnergilde. Päpstliche Garden. Ich glaube, dafür müssen wir zur Engelsburg. Die Doppelattentate sind echt ein Problem, finde ich. Weil wenn man steht und so, funktioniert das irgendwie nie so richtig. Ich würde zum Beispiel annehmen, dass ich die beiden da vorne, dass ich dann Doppelattentat ausführen kann. Also seht ihr? Funktioniert nicht. Jetzt! Los! Ich finde super, wie er mich nicht den Typen dahin anvisieren lässt.
Man würde ja meinen, dass man bei den beiden auch wieder ein Doppelattentat machen kann. Aber vielleicht, wenn man auf das Zelt klettert. Vielleicht geht's dann. Okay. So geht's dann. Man muss die irgendwie immer von oben ausführen, kann das sein? Also manchmal funktioniert es auch stehend, aber irgendwie ist das, funktioniert das seltener als nicht. So, das Problem ist, ich brauche ein 5er Attentat. Das ist das, also 5er Attentatsserie. Geht weg! Los! Ihr redet nicht viel, oder? Wurz! Welchen Teil von dir schneiden dir die Eier ab? Nicht so schnell! Rostock. So, jetzt können wir Attentatsserie hoffentlich machen. Nein. Weil er wieder den falschen anvisiert. Deswegen geht's nicht. Weil er wieder den anvisiert, der 5000 Meter wegsteht. Weil Ezio irgendwie meint, er könnte den treffen da hinten. Ja, ich bin tot. Es hat keinen Zweck. Das war dann höchstens eine Dreier-Serie. Es ist grauenvoll. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert, aber hey, okay. Eine Freistunde im Bordell für diejenigen, die ihn erledigt. Ja. Diese schnellen Füße sind das Erste, was wir abschneiden. Muss jetzt schnell die Assassinen rufen, hatte keinen anderen Sinn. Oder hat anders keinen Zweck hier gerade. Ich weiß halt nicht, wie ich an 5 Leute kommen soll, die ich töten kann. Bastarde treffen können. Wir sind doch keine schwachen Weiber. Die laufen halt immer nur in Vierergruppen rum. Das ist ein Problem. Plagt euch etwas, Freund? Vielleicht geht's ja in der Stadt. Ihr seht das, das sind immer Vierergruppen. Das macht's nicht gerade einfacher, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granaten. Wie wir diese Bastarde treffen können. Wir sind doch keine Schwachweiler. Problem ist, ein Reiter kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Natürlich, der mit dem Speer greift natürlich an, den man nicht kontern kann. Natürlich. Ja, wir können schon wieder knicken. Wir können es eigentlich lassen, weil es macht ja eh keinen Sinn. Gilt das jetzt als Attentatsserie noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss aber zusammenhängend sein.
Oh mein Gott, unser Banktresor ist voll. Erfreut es euch, euch am Unglück anderer zu weiden, Bruto? Die Familie Colonna gibt bekannt, dass diesen Samstag... Adio, noch so ein... ...dass das Essen in Mailand an französische Standards angepasst werden muss, bevor er einen Fuß dorthin setzt. Die Weinvorräte jedoch werden weiter konfisziert. Natürlich hat er meine Attentatsserie unterbrochen. Und wisst ihr, wann genau das getan hat? Als ich 4 hatte. Da kam er vorbei, BAM, in die Fresse mit dem Ding. Damit bloß ich die 5 bekomme. Hä? Ich hab die Armbrust ausgerüstet. Was macht ihr denn da? Hä? Hallo? Ziehst du auch mal mit der Armbrust? Ach, jetzt hast du die Armbrust wieder nicht ausgerüstet, okay. Das ist natürlich sehr praktisch, ne? Was soll denn das immer, dass der andauernd Sachen anders ausrüstet und so? Ein neuerliches Aufkommen von Leichtmünzen sorgte für Aufruhr in der Stadt. Die Räte der Rioni und die meisten Läden der Gildemitglieder besitzen die nötigen Waren, um die Echtheit der Münzen zu sichern. Auch wenn ich jetzt 5 am Stück eliminiert habe, wird das keine 5er-Serie gewesen sein. Ich höre hier was. Das ist doch nicht das, was ich höre, oder? Nee, nee. Na, da. So. Zählt das dann als 2? Macht Platz für die Guardia Cavallo! Tja, hier wieder was. Zählt das jetzt als 2, wenn ich da 2 schaffe zu töten? Ne, von dem Ding zählt es ja eh nicht. Ach so! Ja, weil es gebuggt hat, hat er das einfach alle abgeschlossen. Da wurde das Klinge freigeschaltet, auch schön. Der jetzt immer wieder zählt, wenn ich das so mache. Aber Attentate zählt scheinbar nicht. Dummerweise. Eine schön verbuggte Stelle hier, wa? Jetzt aber. Schnappt ihn, Ragazzi! Aha! So. Du wirst nicht weit kommen.
Lass mich in Ruhe. Das war ein Attentat wieder verkackt. Natürlich nicht. Natürlich kommt der jetzt dann genau da an. Manchmal hasse ich das Spiel, wisst ihr das? Manchmal hasse ich es. Hasse ich es. Aber nicht so sehr wie Valhalla. Porta Aurelia haben wir nicht vorgelesen. Dieses Tor in der Aurelianischen Mauer liegt auf der Spitze des Janiculum und stellte den Ausgangspunkt der Via Aurelia dar. Es wurde nach einer Umgestaltung des Papst Urban den 9., nee, 8., im 7. Jahrhundert in Porta San Pancrazio umbenannt. Die Via Aurelia war Roms Verbindung nach Frankreich während der Republik und des Mittelalters und war daher extrem wichtig für den Handel. Hier ist eine Bank. Schnell Geld holen. Da oben ist ein Banner. Ah ne. Doch, ne. Ich dachte, hier wäre so richtig Banner. Habe ich hier nicht einen Banner gesehen hier oben? Ich höre nichts, also muss es, darf es, kannst du nicht hier sein. Ja, lass mal den Ort hier wechseln. Irgendwo, wo vielleicht mehr los ist. Ah, das Pantheon können wir auch noch kaufen. Das war ein 5er Attentat. Wir müssen halt dummerweise immer zwei Gruppen zusammenführen, weil es immer Vierergruppen sind. Und am besten immer den Speerträger schon mal umbringen.
Oh, der Pferdereiter. Gar keinen Bock auf den. Warum wirft ihr die ganze Zeit mit dem Dreck? Es ist zum Kotzen. Es wäre eigentlich wieder ein Fünfer-Ding gewesen, wenn die einen nicht irgendwie Probleme gehabt hätten, hinterherzukommen. Das ist halt echt nervig. Schade. Ich wollte mich gerade verstecken. Wir müssen auch das Verstecken machen. Das ist auch noch ein Problem. Natürlich kommt der Typ genau jetzt. Wisst ihr auch? Weil ich gerade genau die 4 habe. Dann kommt spawnt ein Pferd daneben, um mich davon abzuhalten, die 4 zu erreichen. Was soll denn das? Die 5 zu erreichen, meine ich. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, jetzt brauche ich euch auch nicht mehr. Ihr seid ja auch wertlos. Hey, wie viele haben wir denn jetzt? Es ist echt anstrengend. Neun, okay. Diebesgilde haben wir immer schon fertig. Pfeilhagel haben wir schon längst durch, oh. Okay, wir müssen öfter mal Assassinen rufen. Aber wir müssen noch eine Fünferreihe schaffen. Danach können wir, glaube ich, die Assassinen immer rufen. Bin mir gerade unsicher, ob wir das danach können. Aber man lehrte uns das Falsche.
Okay. Dann haben wir es ja endlich geschafft, die Attentatsserien. Wir müssen den Zeugen töten. Die Welt an sich. Es fehlt zu viel Prozent leider. Wir müssen uns ändern, um sie zu verstehen. Ich darf aber nicht in die Mission reinlaufen. Nur durch sorgfältiges Studium gelüftet werden. Ich aber, man lehrte uns das Falsche. So. Theorien großer Männer, die durch überholte Instrumente und Ansichten beschränkt waren. Wir leben. Noch einer. Tja. Ich frage mich gerade, was das heißt, Assassin im Kampf rufen. Heißt das, ich muss erst einen Kampf initiieren und dann einen Assassin rufen, nehme ich an. Ich kann nicht jetzt einfach einen Assassin rufen, um jemanden zu erledigen, nehme ich an. So, ich bin auf jeden Fall der Entspannte jetzt, wo wir wieder ein bisschen was erledigt haben. Das muss ich auch noch öfter mal machen, stimmt. I remember. Das muss ich auch mal öfter machen jetzt. Das können wir auch vielleicht kombinieren dann jeweils. Wenn ich ihn irgendwo Gerüste sehe. Neben den Wachen. Irgendwo ein Gerüst. Ja, hier. Das glaubst du wohl, was du da tust. Schnappt ihn! Schade. Komm doch her. Früher oder später hängt Fulda der Sackgasse. Dann geht das nicht. Sala, umgib mich ab. Ach, komm schon. Geht doch. Bin ich immer noch gesucht? Oh ja, ich bin untergetaucht, ne? Perfekt. So. Ich hoffe, das zählt hier jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ja, könnte ja sein. Ist hier irgendwo ein Gerüst? Da hinten ist ein Gerüst. Erstmal herkommen. Und dann kann ich Assassinenhilfe rufen. So. Das
Sind aber auch echt immer ein Gerüst da, wo die stehen, ne? Sehr vorteilhaft für uns. Die Gerüste sind auch schnell wieder da, wie man sieht. So. Leider nicht respawnt hier unten. Ah, das sind aber welche. Oder ein Pferd. Ah, es ist kein Pferd, oder? Nee. Na, kommt doch mit. Ich hab da vorne was. Ich hab da ein Angebot für euch. Das ihr nicht ablehnen könnt. Das Angebot heißt, hier vorne ist ein Gerüst für euch. Ach nee, der Typ. Was willst du denn jetzt schon wieder? Was verstecken, töten müssen wir auch noch, ne? So, dann schauen wir mal ganz kurz den Fortschritt. Okay, wir müssen noch sehr viele Mal die Assassinen rufen. Ziel eliminieren, dann müssen wir Missionen vermutlich nochmal spielen. Okay, ein Gerüst müssen wir noch. Wir haben es aber bald. Also es ist in absehbarer Zeit vorbei. Freut euch. Der getriggerte Potato Pet ist hoffentlich bald erstmal wieder vorüber. Was soll ich sagen? Es ist halt echt... manchmal ist es schon ein bisschen triggernd, wenn Sachen nicht funktionieren. Oder vorhin das mit den Wachen. Wachen töten vom Pferd und so. Ach. Das war auch wieder so ein Moment, da habe ich mir gedacht, oh, okay, ich spiele. Wirklich jetzt? Ehrlich jetzt? Ist hier kein Gerüst? Dort da hinten ist ein Gerüst. Oh ne, das ist kein Gerüst. Ist hier gar kein Gerüst? Schlecht aus. Dann können wir wenigstens einmal, pfeifen kann man nicht, damit die das merken, aber ich glaube, ich kriege ihn jetzt. Nice. Vielleicht kriege ich noch einen, mal gucken. Ach du Scheiße, ich mach mich besser aus dem Staub. Da kommt jetzt immer zur Leiche hier rüber, oder? Ja, ja, noch einer. Komm schon. Oh. Gebt die Straße frei für die... Zu schade. Hätte ja klappen können. Ich hier irgendwo ein Gerüst. Nö. Lasst mich hin.
Schade, ich hätte ihn mehr gerne geflüchtet, aber der Fall wurde rot. Das ist immer die Anzeige, ob der einen sieht oder nicht. Ich konnte den Heuballen leider jetzt nicht schnell rein. War eigentlich mein Plan, aber es hat nicht aufgegangen. Ich suche gerade nach Gerüsten, weil da werden ja auch bestimmt dann wieder Wachen in der Nähe sein, oder? Da ist ein Gerüst. Aber keine Wache, ne? Doch, hier ist eine Wache, aber... Das ist eine richtige Wache? Das ist ein Einzelner. Nee. Ein Zwei. Ich habe nur mal ganz kurz getroffen. Weil ich will ihn eigentlich hier hoch mitnehmen. Ging nicht dahin. Los, los! Geht doch. Auch noch Assassinen rufen. Perfekt. Jetzt müssen wir vor allem noch Assassinen und sowas rufen. Schade. Das Untertauchen ist echt schwer in dem Spiel, weil die halt sehr, sehr freundlich darin sind, aufzuhören, dich zu verfolgen. Also, es dauert nicht lange, bis die aufhören. Kann man nicht sowas hier machen? Moment. Nee, kann man nicht sich hinsetzen. Müsst ihr erzählen, ne? Der Bischof hat eine Stadt. So ein Irr, so ein Irr. Was tut er denn? Was zur Hölle? Hey! Was für ein Schwachmann, für ein Schwachkopf. Er wird sich noch umbringen. Oh nun. Haltet den Mann! Versucht es nur, Fazio. Ihr habt den Mann verloren. Ich brauche mein Gesicht. Perfekt. So, mal kurz gucken. Wie weit sind wir? Noch 10 Mal die Assassinen einsetzen.
Müssen wir noch untertauchen, 6 Mal. Entwaffnen und links, ja, okay. Ja gut, wir sind aber fast fertig. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.